Moin Leute, willkommen wieder bei T4 3Fans Live. Und zwar, heute haben wir uns gedacht, es ist mal wieder Zeit, den Bullimarkt anzuschauen. Uns sind mehrere Fahrzeuge aufgefallen und da wollen wir es mal aktualisieren. Ich habe dazu auch schon ein bisschen im Netz recherchiert und mir ist aufgefallen, die Preise sind ganz schön nach oben, natürlich in welche Richtung sonst, gestiegen, explodiert. Unfassbar, aber wir gucken uns das im Detail an. Hier haben wir noch einen Händler, den wir noch nicht gesehen haben. Ich habe heute mal meinen Cap weggelassen, damit ich mal ein bisschen seriöser rüberkomme in die Videos. Ja, und ein ordentlicher Auftritt ist klar. Mein innerer Monk, oder wie meine Frau sagt, mein innerer Honk, erwartet das. Hier haben wir einen Autohändlerhof gefunden. Sieht ein bisschen nach Export aus und Unfallverwertung. Aber hier steht so einiges. Das wollen wir uns mal angucken. Jo, also dieser hier steht auf jeden Fall im Internet zum Kauf als Angebot. Das ist ein Generation. Der ist 2005 das erste Mal zugelassen worden. Multivan mit Klima. Jo. 7 Sitze, 151 PS, 379.000 runter und tadam, ein Motorschaden. Sonst wäre nichts zu haben für den Preis von 6.990. Also wer da Motor basteln kann, für den ist das vielleicht was. Hier stehen noch einige andere, aber ich gehe davon aus, die sind nur für Export oder Bastler oder ähnliches zu haben. Jo, hier haben wir noch eine Bundeswehrpritsche, ein TDI und ich tippe mal auf 88 PS, steht kein Zettel dabei, der war auch nicht im Internet, aber das müsste man dann vor Ort erfragen. Entweder uns fragen, ich kann nur kurz sagen, Rendsburg, alte Kieler Landstraße, Nähe Werft und hier zu finden. Heute ist Sonntag, in der Woche sind die sicherlich da. Oder uns mal fragen, wir können die Telefonnummer recherchieren. So, und hier haben wir nun ein paar luxuriöse Multivan-Exemplare, die viel zu bieten haben, aber auch viel kosten. Die sind alle Baujahr 2000, alles TDIs mit 102, 88 und 102 PS. Alles 7 Sitze. Bisschen über oder unter 300.000 gelaufen, kosten ja, 13.000, 12.000 und 16.000. TÜV neu, TÜV bis 1023. Also wir finden, das ist ganz schön das obere Ende vom Durchschnitt, was so diese Wagen so kosten und kosten sollten. Ne? Obere Ende vom Durchschnitt, finde ich. Ich könnte es mir nicht leisten. Bin glücklich, dass wir unseren für 3.000 damals gekriegt haben. Ja, den kennen wir ja schon aus dem letzten Video, der ist immer noch zu haben. Dreisitzer, Transporter, TDI, bisschen was aufgehübscht. Letztes Mal lag der bei, weiß ich gar nicht, 5,9. Müsste ich im anderen Video nachgucken oder ich mache es selber einfach. Guckt nochmal das andere Video, Autohändler-Tour, was ist los auf dem Bullimarkt. Ja. Also wer ein bisschen Basteltalent hat, und ein total rattiger Look nicht stört, der bekommt für sage und schreibe 5.000. Immer noch ein Multivan mit umgebaut Betttisch und was da alles eingebaut ist. TÜV neu immerhin. Aber der Zustand ist hier nicht so gut. Ganz schön zerbumst. Was soll der kosten? 5. Und das ist kein Sitzbankauto, sondern der hat hier so einen Holztisch eingebaut, Spüle, denke ich mal, drinne, Herd, Camper. Hier haben wir
blühenden Scheibenrahmen. Prost. Hier ist ein leichter Unfallschaden. Der ganze Dings hat sich hier vorgehoben. Leichten Rostansatz. Das gehört ja schon dazu, guten Ton. Wie ich gesehen habe, sämtliche Türen hängen. Blick nach innen zeigt, individuell selbst fertig gemacht. Also wirklich was für ein Bastler, ne? Der hat TÜV neu, aber man muss noch viel Arbeit reinstecken. Da muss man das draus machen. Und was kriegt man für 5.000? Das hier, ne? Wie gesagt, der Tisch, der eingebaute, selbstgebaute. Schränkchen, denke ich mal, Tisch. Spüleherd versteckt. Ein Bett eingesetzt, ein Bett. Also eine Sitzbank, die ist noch dabei gegeben, aber nicht montiert. Also da ist ein Bett eingebaut. Ja, Vorhänge. Basiscamper. Jo. Hier natürlich der typische Rost am Scheibenrahmen. Den haben wir auch. Die ganze Klappe ist lidiert. Hier stimmt was nicht in der Form. Aber es ist und bleibt ein Bulli. Und wer da nicht ganz so verschärft hingucken, penibel ist und einen Camper haben möchte und das Geld angemessen findet, na, der findet auch hier sowas. Boah. Aber ich muss sagen, ganz schön durchwachsen die Lage auf dem Bulli-Markt. Also zumindest hier örtlich bei unseren Händlern in Rendsburg. Natürlich guckt man auf jeden Fall im Internet und man kann auch gut bei privat kaufen, da kann man besser verhandeln und das, was man möchte, dann wohl eher finden. Die Schnäppchen, die verstecken sich wirklich. Und wenn das die offizielle Marktlage ist, dann wird er ja auch immer teurer. Jo, so schließen wir für heute, verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Ciao!